tan cara de maravilla. Hallo, heute habe ich ein sehr interessantes Update für euch. Drei verschiedene Tierarten. Wir haben Neuigkeiten zu Bianca, einem Hund, der mit einem gebrochenen Achillessehne zu uns kam. Dann haben wir ein Update zu Tino, der am Wochenende operiert wurde, und ein Update zu Foxy, also ein Hund, eine Katze und ein Fuchs. Wo sonst sieht man so etwas? Hat sie nur eine Klammer? Ja, du kannst sie selbst entfernen. Zeig dich mal allen, Bianca. Lass uns deine Platte überprüfen. Die Konsolidierung der Arthrodese schreitet gut voran. Es ist besser im Vergleich zu der, die wir vor einem Monat gemacht haben. Wir werden weiter warten, bis es mehr Konsolidierung gibt, damit wir die Platte sicher entfernen können. Ein weiterer Verband, diese Pfote. Sieh dir diese Eleganz an. Sie muss so müde sein mit dieser Pfote. Aber am Ende wird es sich lohnen. Wie Isidor sagte, werden wir noch anderthalb Monate warten, die Verbände weiter anwenden und in dieser Zeit diese antibiotische Salbe auftragen. Wir müssen dieser kleinen Stelle, die auf dem Röntgenbild deutlich zu sehen ist, Zeit geben, sich zu festigen, wo noch ein wenig Knochen fehlt. Dann, ja, in etwa anderthalb oder zwei Monaten werden wir eine Schiene anlegen, wenn wir die Platte entfernen. Das ist der Plan. Es hat wunderbar geklappt. Alles nach Plan, oder? Ja. Jetzt müssen wir nur noch den Fortschritt überwachen. Komm schon, sie bereiten die Unterlagen für uns vor. Und dann können wir gehen. Du siehst jetzt fantastisch aus. Wir werden Foxy behandeln. Sie wurde sediert. Rebecca, kannst du erklären, warum Foxys rechtes Bein so geschwollen war wie ein Tennisball? Das liegt daran, dass sich Füchse, genau wie Katzen, beim Schlafen zu einer Kugel zusammenrollen
und das Gelenk genau dort abknicken, wo der Verband sitzt. Selbst wenn wir ihn sehr locker anlegen, was man ja sieht, zieht sie ihn im Schlaf fest und blockiert so leicht die Durchblutung. Wir müssen ihr Bein vielleicht komplett verbinden, wie am ersten Tag, aber sie beißt es ab und zieht es wieder ab. Also lässt sie uns nicht wirklich. Sie ist keine einfache Patientin, aber es liegt nicht daran, dass wir den Verband zu fest anlegen. Es ist einfach ihre Schlafposition. Die Operation verläuft sehr gut. Wir haben gute Nachrichten, denn ihr Hämatokrit hat sich um 4 Punkte verbessert und ihre weißen Blutkörperchen nähern sich wieder normalen Werten an, was eine Erleichterung ist, da wir uns zuvor wegen der Leukopenie Sorgen gemacht haben. Auch der Leberwert, der bei über 700 lag, geht zurück, was fantastisch ist. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und wir sehen, dass die Operationsstelle gut heilt und sich verbessert. Sie wird noch ein paar Tage hier bleiben. Foxy, du kaust auf allem herum. Schau dir den Zustand von allem an. Der Kragen hat nicht lange gehalten. Aber du bist so ein braves Mädchen. 3 verschiedene Tierarten in einem Update-Video. So hart arbeiten wir. Bitte betrachtet diese Videos nicht nur als Unterhaltung. Wir brauchen eure Unterstützung. Macht mit. Bitte tretet unserer Unterstützergruppe auf Patreon bei. Wir brauchen euch dort wirklich. Wir und diese blöde Fliege, die mich überall hin verfolgt. Mein Gott, ich kann es kaum erwarten, dass der Sommer vorbei ist. Diese Fliegen. Wir sehen uns morgen. Passt auf euch auf.